Hallo Freunde, willkommen zurück zu Icarus zweite Staffel. Zurück in der Raumstation. In der letzten Folge haben wir ja auf dem Planeten Icarus in der Wüste drei Punkte, drei Stellen gescannt. Ein klein wenig Rennen bekommen, 287, damit können wir nicht allzu viel machen, aber da die nächste Mission wieder in die Wüste geht und ich es langsam leid bin, in der Wüste mir die Werkzeuge zusammenzusuchen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn Stöckchen und Steine sind dort echt rar, habe ich mich jetzt entschieden, die kleine Spielzeugaxt hier freizuschalten und herzustellen. Das sind 100 Rennen, das ist dann in Ordnung, dann haben wir das Ding wenigstens. Allzu viele Bäume gibt es da eh nicht zu fällen. Missionen 20 von 60, das heißt, ein Drittel der Missionen haben wir schon fertig gespielt. Wir nähern uns in großen Schritten der Halbzeit. Ich würde jetzt versuchen, diese Mission zu laufen mit euch. Konservierung Vorräte. Trust Group 15, but the work's always interesting. You're opening up Icarus for them and everyone else. Yep, the future's coming. Where it's all going, who can say? I guess that's up to you. Okay, wir sollen Vorräte sammeln und in die Frachtkapsel legen. Allerdings gehe ich mal davon aus, der Text hier besagt, dass wir konservierte Verpflegungsvorräte entsprechend abliefern sollen. Ich gehe davon aus, dass wir, das ist eine Tier-2-Quest, wieder irgendwas anbauen und Tiere schießen müssen, keine Ahnung. Ich frage mich ernsthaft, was ich hier in der Wüste anbauen kann. Wüste außer Speisekürbisse fällt mir da eigentlich kaum was ein. Was wächst noch in der Wüste? Kokosnüsse könnten wir sammeln, ein paar Stück. Fleisch, klar, aber da gibt es auch kein spezielles Wüstenfleisch. Ich bin mal gespannt, was sie uns da an Aufgabe geben werden. 7 Tage Zeit auf schwer 525 Rennen, das ist ein richtig fetter Batzen. Dann würde ich sagen, wir stellen die Ausrüstung zusammen. Harik. Essen, trinken, schlafen, Werkzeug. Den Scanner brauchen wir immer noch nicht, den Harik haben wir an. Und los geht's. Wölkchen. Ja, Bäume werden wir jetzt nicht in unserem Fenster sehen. Group 15 say they're a research body. But that's like calling Sinatai a travel agency. All you gotta do now is get that stuff back to orbit. They've dropped units at points marked on your map. Should be easy enough. If this weren't Icarus. Ja, Sinotai ist ein Reisebüro, so könnte man das natürlich auch umschreiben. Halt, 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 halt. Oh mein Gott, Zieler, mach nicht den Fehler und lass dein Equipment der Pyramide, Rakete. Um Gottes Willen. Alles nehmen und dann die Flaschen. Warum er die Flaschen nicht automatisch anzieht, keine Ahnung. Messer, Bogen. Wo habe ich die Spitzhacke hin? Habe ich die in der letzten Mission liegen lassen oder habe ich sie vergessen mitzunehmen? Naja. Finden wir es raus. Auf jeden Fall werden wir erstmal ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz ernten.
noch mehr Holz anden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe rotes Wetter in unserer Wettervorhersage. Das ist natürlich nicht schön. Das sollten wir tatsächlich ein Dach über dem Kopf haben, bis das Wetter kommt. Herstellung. Was brauche ich denn jetzt noch für meine Pikachse? Fasern. Ja, das soll es nicht dran scheitern. So, Pike. Ich frage mich echt, wo meine Axt hin ist, aber das werdet ihr noch einige Male erleben, dass Zieler sein Equip verschlampert. Am Anfang ist das ja jetzt noch nicht so wild, aber... Nein, brauche ich nicht. Später, wenn das Zeug dann anfängt, richtig teuer zu werden. Ich meine, eine neue Pike kostet uns 100 Rennen. Erforscht ist sie ja. Oder wir gehen gleich auf die nächstgrößere Pike. Wenn wir es uns leisten können, die braucht dann exotische Materie. Oh nee, schon wieder ein Skorpion. Sind wir denn da überhaupt richtig? Wir können jetzt natürlich auch am See innen lang laufen. Ja, da können wir noch ein bisschen... Grünzeug mitnehmen, denn ich denke, auf der anderen Seite ist weniger Grünzeug zu finden. Aloe Vera liefert medizinische Ressourcen. Das ist eine Lüge, es liefert Phase. Oh, Speisekürbisse. Die nehmen wir mit, dann haben wir Kürbissamen, falls wir Kürbisse tatsächlich anbauen sollten, müssen. Die wachsen hier unter den Palmwedeln. So, komm, Steine brauchen wir auch, da können wir uns endlich mal Pfeile machen. Also am Ende der letzten Episode hatte ich unsere tolle... Pike noch in den Händen, weil da erinnere ich mich, habe ich Schwefel abgebaut und Oxylit. Ich habe die bestimmt vergessen, von der Raumstation oben an aus anzuklicken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die versaubeutelt habe. Keine Ahnung, ich mache mir da jetzt echt Gedanken. Drei Steinpfeile, ist das alles? Ja, schon besser. Mein lieber Herr Skorpion, auf dich habe ich keinen Bock. Du bist ein Wildschwein. Also auf jeden Fall können wir uns schon mal im Hinterkopf behalten. Hier unten am See gibt es massig Grünzeug. Da werden wir einiges an Fasern ernten können. Ist Gott sei Dank nur ein grünes Wetter. Müssen wir jetzt irgendwie den Berg hochkommen. Wir könnten zumindest mal das hier so essen, die Kokosnuss und den Kürbis. Dass wir minimalste Buffs haben. Ein. Ach, das fängt ja jetzt schon wieder prickelnd an. Ach so, den ersten Schinken haben wir. Oder Speck oder wie auch immer. Oder Schinkenspeck. 10 Bandagen sind zu viel. Ich würde 2 erstmal nehmen.
Hallo Ibera, macht 15 Fasern, also das ist nicht von schlechten Eltern. Dann nehmen wir uns noch ein paar Kakteen mit. Ein Kicker, Kicker. Ob wirklich jetzt? Warum? Ach, der hat mich von hinten in die Zange genommen. Oh Mann, deswegen konnte ich nicht rückwärts laufen. Ja, das war jetzt aber auch Pech. Müssen wir gleich da sein? Skorpion. Gabelbock. Guten Tag. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Ihr habt's gesehen, das Ding ist gelandet, die Quest hat sich von alleine beendet. So, dann schauen wir mal zum zweiten Mal in die Kapsel rein. Vielleicht bleibt sie ja jetzt da und lässt sich befüllen. Den blöden Skorpion, auf den habe ich mal überhaupt keinen Bock. Ja, und ein Hund noch mit dabei oder eine blöde Katze oder whatsoever. Langt, Jungs und Mädels, ey. Wie viel wollt ihr da noch rein spawnen? Der blöde Skorpion, da versucht immer noch sein Glück. Ja, ich weiß, Gesundheit niedrig, aber ich habe im Moment noch nichts, um das zu ändern. Blöde Skorpione. Kann man die ausrennen? Was ist denn das? Das ist ein Schwein. Da unten ist schon wieder der nächste Mob. Wie's aussieht, haben sie sich beruhigt. Was ist denn das? Wieder ein Skorpion. Alter. Rutscht mir doch so einen Buckel runter. Ja. Die Quest will ums Verrecken nicht. So, dritter und letzter Versuch, diese Quest hier irgendwie zum Laufen zu bekommen. Ich habe das Ding jetzt mal auf mittlere Schwierigkeit gestellt. Vielleicht hat er dann mehr Lust. Ich habe das Spiel auch komplett zugemacht, neu aufgemacht. Sieht so aus, als würde es funktionieren. Juhu! Was eine Aktion. Einfach nur, um das Spiel dazu zu bringen, zu funktionieren.
Hallo Schwein. So, komm, lade mal ab. Hier ist, glaube ich, irgendwo eine Höhle. Das sind wir nämlich vorhin dran vorbeigeschlappt. Da. Na gut. So, wir bauen. Ich hab den doch schnattern hören, den Skorpion. Und ein Puma habe ich auch schreien gehört. Halleluja. Gut. Vier Platten haben wir. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauchen wir sechs Wände. Vier Wände, meinetwegen. Dann brauchen wir Holz, davon das sind Palmen. So, von hinten sollte uns jetzt nichts anspringen. Kurz liegen lassen. Das Gepäck ist voll. 2, 3, 4 Giebel, 4 Dächer. Kokosnuss können wir essen. Na, da fehlt doch einer. Dem Fauchen nach müsste da noch ein Puma irgendwo sein. Ah, da ist der Giebel. Zwei. Na komm. 3, 4, ein Schlafsack. Da oben packst du sie hin. 1, 2, 3, 4. Schlafsack. Ach, Laterne habe ich auch noch nicht. Laterne. Steh du auf dem Schlafsack und beiß mich nicht, bin ich voll mit einverstanden. Dann brauchen wir ein Trockengestell, dann können wir schon mal das ganze Fleisch draufschmeißen. Dazu brauchen wir Stöckchen und noch mehr Holz. Sortieren.
Ikarus alles töten, was zappelt. Bis hier mal die ganze Bevölkerungsdichte ein bisschen ausgedünnt ist. Im Moment läuft mir da deutlich zu viel Viehzeug rum. Du Pferd, meinetwegen. Sodle, diese komischen Skorpion-Dinger können wir schon mal wegwerfen. Dann brauchen wir Stöckchen. Nochmal Trockengestell. Swirt. Dann machen wir uns auch gleich eine Feuerstelle im Nachgang. Wo ist denn das Trockengestell hin? Habe ich das abgebrochen? So, Stein brauchen wir. Wir Trockengestell, noch Steine. Immer noch Steine? Nee, Stöckchen. Ach, du lieber Himmel, alter Kerle, geh in die Küche und koch Kaffee. Wenn man schon Stöcke von Steinen nicht mehr unterscheiden kann. So, als erstes mal Barfood herstellen. Hab ich's jetzt? Das können wir auch raushängen, glaube ich. Schinken kann man nicht trocknen. So, getrocknetes fettes T-Bone Steak, getrocknetes Wildfleisch, getrocknetes gigantisches Steak, zartes Fleisch, Rumpsteak. Rumpsteak haben wir, zartes Fleisch haben wir. Kürbis können wir essen. Ist jetzt nicht dein Ernst, dass du hier meine Basis anfängst zu randalieren. Ich ja nicht alles im Inventar rumliegen habe, ne? Das alles mal ablegen. So, mein nächstes Ding auf dem Wunschzettel ist die Textilfabrik. Da brauchen wir noch mehr Stöcke und Holz. Könnten eigentlich auch einfach mal eine Runde pennen. Dann müssen wir nämlich nicht in der Dunkelheit rumrennen. Wildschwein.
Was ich auch auf dem Wunschzettel habe, sind Eisenpfeile. Wobei wir werden einiges an Viecher töten müssen. Da könnten wir unter Umständen auch mit Knochenpfeilen hinkommen. Knochen wird in der Mission sicherlich kein Problem darstellen. Wo hämmer ich denn da drauf rum? Okay, das sollte passen. Stöckchen brauchten wir. 20 Stöckchen. Da ist er. Haha, der erste Buffspeck ist fertig. Normales Fleisch. Getrocknetes, zartes Fleisch. Es wird Textilbank. Na, mit was kollidierst du denn? Fasern und Leder. Leder ist kein Thema. Fasern ist ein kleines Problem. Wo ist er denn hingefallen? Stöckchen. Ja, du hast mir gefehlt zu meinem Glück. Ach, da. Gamse hat normales Fleisch. Langweilig. Drei Pfeile nur. Ja, Fasern, 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 Fasern. Da hinten ist, sind noch 92. Es sind noch Palmen, da könnten auch noch Fasern stehen. Das weg, das weg. Das Zeug können wir aufs Gestell werfen. Das kocht noch. Ah, Mist. Leder. Leder und Fell packen wir mal in die andere Station. So als Präventivmaßnahme. Dann brauchen wir noch mehr Fasern.
Als hätte ich es geahnt. Tja, Bär oder Polarbär in der Wüste finden, das wird spannend. Dann brauchen wir als nächstes Gämse, Hirsch, Zebra, getrocknetes Wildfleisch. Ja, ich habe eben eine Gams, aber die hat mir kein Wildfleisch gegeben. Dann müssen wir noch ein paar mehr Gämse jagen. Da ist ein Elefant. Die geben gigantische Steaks. Die brauchen auch eine gigantische Menge Pfeile. So, die Fasern sollten hoffentlich jetzt reichen für das Rüstungsset. Dann brauchen wir. Was bist denn du? Ein doofer Puma. Ja, so wie du immer unerwartet kommst, liebe Katze, kommen die Pfeile halt auch mal sehr unerwartet. Ich habe schon genug deiner Kollegen angefallen. Ach, wir haben ja mal wieder ein Wetterereignis. Und da haben wir noch Fleisch. So, Brustpanzer haben wir, Handschuhe, Hosen, Stiefel. So, jetzt haben wir das Thema auch endlich mal. Vom Tisch. Dann brauchten wir Holz für Stöckchen, Stöckchen, jede Menge Knochen. Dann machen wir uns 10-mal Stöckchen, das gibt, oder 9-mal Stöckchen. Ja, wir haben ja noch ein paar herstellen. Steinpfeil wegschmeißen. Knochenpfeile maximal 14. Das hängt jetzt am Leder. Kein Thema, Max 46. Tick, 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 tick. Ah, das Leder ist wieder die Engstelle. Nein, die Knochen. Die Knochen sind der Engpass. Ich habe noch mehr Knochen. So, getrocknetes Fleisch, rohes Fleisch, gegrillter Speck. Normalerweise ist es ja so, dass der Kühlschrank in der Rakete ewig hält. Deswegen werde ich da jetzt einfach mal. Den Speck einlegen.
Das erste haben wir schon erledigt. So, jetzt Elefant. Hey Benjamin, dreh dich um. Das war's schon. Sechs Steaks. Oder? Nee, das war nur rohes Fleisch. Wieso hast denn du keine Steaks dabei? Was denn reinfallen? Das Rumsticks 10 Stück. Mach mal die Rumsticks nach vorne. Da ist noch ein Elefant. Und ein Puma. Wer hätte es erwartet? Und ein Skorpion. Komm raus, du feiges Ding. Warum haben die keine Steaks dabei? Ich habe das gute Messer einstecken. Dann ist jetzt Benjamin 3 gleich an der Reihe. Wie aber keine Katze. Das war schön, Doppelcrit. So, hast du jetzt Steaks dabei? Ja, 11 gigantische Steaks. Wir brauchen 5. Also, wenn man die Quest dazu bringt, dass sie startet. Oh, dich wollte ich ja auch eigentlich. Ich weiß nicht für was. Ich glaube, Wildfleisch. Gämse, Hirsch, Zebra. Ist eine Antilope nicht auch so eine Art Hirsch? Getrocknetes Fleisch, getrocknetes Rumpsteak. Neues Rumpsteak. Schweinespeck. Ach, das gigantische Steak, das ist ja auch wichtig. Das ist noch wichtiger wie das Rumpsteak, weil Rumpsteaks haben wir eigentlich auch ausreichend. Das ist eigentlich das Billigfleisch. Können wir auch auf den Grill hängen, das müssen wir nicht trocknen.
Dumps. Wildfleisch. Eben läuft's. Stöckchen Holz, Fasern. Mehr Stöckchen. Ich baue mir jetzt nämlich noch ein zweites Gestell. Braucht ja ewig. Oh, wir haben ein Level abgemacht. Brauchen wir nicht, wir werden kein reife Kokosnuss. Und die geht auch gleich kaputt. Pfeile 85. Vorläufig ausreichend. Das heißt, das und das wollten wir ja in den anderen Tisch klabustern. Getrocknetes Rumpsteak. Du hast nur ein Rumpsteak bis jetzt? Ach, machen wir es doch einfach so. Zehn Stück Elf haben wir. Wenn keins verrottet, geht sich's aus. Ansonsten noch eine Gämse. Rumpsteak haben wir. Getrocknetes weißes Fleisch. Wildschweine. Getrocknetes zartes Fleisch. Ach, da gibt's einen Unterschied zwischen zart und weiß. Wildschweine. Ja, das haben wir doch aber auch hier irgendwo rumfahren im Gestell. Mach mich jetzt nicht schwach. Und dann brauchen wir Beeren noch. Getrocknetes weißes Fleisch. Zartes Fleisch, zartes, zartes, rohes, rohes. Gigantisches Steak. Zartes Fleisch. Wir haben kein weißes Fleisch. Ja, aber wie viele Wildschweine soll ich denn noch töten? Ja gut, dann machen wir das. Dann schauen wir jetzt, in welche Richtung wir Bären finden können und auf dem Weg nehmen wir die ganzen Wildschweine mit. Da ist grün. Da könnten eventuell an der Grenze Wildschweine vom Wald sein. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber wir werden es überprüfen. Was bist denn du? Du bist ein Wildschwein. Bin mal gespannt, was das jetzt dabei hat. Die haben alle nur Speck dabei, die Wildschweine. Dich müssen wir nicht töten. Elefant. Noch ein Wildschwein. Skorpinskis, was ist denn das? Gämse, Hunde und natürlich ein Puma. Also der Bogen ist echt nervig.
Denn da musst du einmal komplett durchgezogen haben, damit er auch wirklich den Pfeil abschießt. Die selbst gebastelten Bögen. Da musst du einfach nur mal kurz auf die Maus tippen und dann schießen die schon. Aber der Schockbogen hier, der hat so eine Art Ladehemmungen. Da ist ein Bär. Da war ein Bär. Elf fette T-Bone Steaks. Fünf brauchen wir. Das heißt Heimweg antreten. So, die gigantischen Steaks sind getrocknet. Getrocknetes Rumpsteak, getrocknetes gigantisches Steak. Dann wollten wir zartes Fleisch diesmal. Hier haben wir noch mehr davon. Dann haben wir das hier. Dann das fette T-Bone Steak war wichtig. Das parken wir da jetzt einfach mal, weil wir es können. Dann gehen wir das schon mal in die Rakete betanken. Ja, T-Bone Steak und weißes Fleisch. Das ist jetzt Marke. Warte einen Moment und schlage die Zeit tot, bis die Dinger durchgetrocknet sind. Weißes, zartes Fleisch. Ja, zartes Fleisch. Weißes Fleisch. Ist das hier das? Nee, weißes, zartes. Zartes, Rumpsteak, zart, zart, zart. Kruzifix und Donnerwetter, wo habe ich denn das weiße Fleisch hingepfeffert? Ah, da. Das hier. Wichtig. Das hier unwichtig. Ja, das war's eigentlich gewesen. Ich werde jetzt noch warten, bis diese Fleischstücke hier durchgetrocknet sind. Getrocknetes zartes Fleisch. Ah, das erste fette T-Bone Steak ist durch. Das sind jetzt noch mal, glaube ich, so 5 bis 10 Minuten warten. Ich baue hier mal noch eine Tür ein und dann gehe ich in die Höhle schauen. Vielleicht ist da ein Herstellen. Ein Erzhaufen, so ein exotischer drin, den wir mitnehmen können. Irgendwie müssen wir ja Zeit totschlagen. So, aufgesperrt ist es. Pfeile haben wir ausreichend. Bogen ist auch schon gut kaputt. Du mir direkt vor die Nase spawnst, ne?
Jawoll, exotische Materie. Ja, dann haben wir Arbeit vor uns. Da brauchen wir jetzt zwei, sieben Kupferbarren, sieben, sagen wir es, Eisenbarren. Also ein Stack Kupfer, ein Stack Eisen und eine Schmelze. Und dann können wir auch schon die exotische Materie gen Himmel schießen. 31. Wow. Das hätte ich jetzt mit dieser Spielzeug-Steinaxt nicht erwartet. Ich dachte eigentlich mit den großen Äxten, wo Loot-Bonus drauf ist, gibt's mehr. Ich hatte bis jetzt noch nie über 30 seltsame Materie geerntet. So, und nu? Da ist noch. Zweiunddreißig, sechsunddreißig, das gibt sieben, das geht sich aus. Kohle braucht man nicht, wir haben Holz. Ist das nicht geil, aus der Höhle raus, direkt aus der Höhle heraus, direkt ins eigene Haus. So wollte ich eigentlich den Satz formulieren. Zu eng, gell? Kollidiert. Kollidiert es hier irgendwo? Ja, jetzt kollidiert es wahrscheinlich mit mir. Nee, ich komme durch. Geht halt kaputt, sobald es Regen gibt. Und Sturm, wenn die Tür aufsteht, dann geht es auch mit der Tür kaputt. 8 Seile. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 7, dann können wir das Erz tauschen und schauen wir mal wieder nach dem Fleisch. Wird dunkel. Getrocknetes weißes Fleisch, 5. Getrocknete fette T-Bone Steaks, 6. Abliefern, ist kaputt geht. Ich meine, das ist getrocknet, das geht jetzt nicht so wahnsinnig schnell kaputt, aber. Auf dem Rückweg, wenn ich dran denke. Können dann auch noch Skillpunkte vergeben. Ja, noch 5 getrocknetes weißes Fleisch. Jo, dann trockne mal. Haben wir ja gleich. 8 und 8, das passt. Geh bitte raus. Ach nee, ich muss an die Werkbank. Haha, so schnell nicht. Immer ruhig Blutzieler. Das war klar.
30 Stück. So, einmal schlafen. Dann ist da draußen jetzt auch endlich bald Tag. 2. Warum ist Baumharz in der Maschine hier? Getrocknetes, fettes T-Bone Steak. Oh, das hat einen eigenen Buff. Erhöht, das hat keinen. Kann ich das wirklich neben dem anderen Edelfleisch in den Bauch rein? Tatsächlich. Wow. Ich dachte, das hätte auch den Edelfleisch Buff. Da gibt es noch mehr Fleisch, wenn man den isst, wenn man schlachtet. Und es gibt plus 75 Gesundheit. Ja, okay. Nice to have. Maximale Ausdauer. Ausdauer und Gesundheit. Also gebratener Speck ist halt einfach geil. Allein wegen Max Ausdauer und Gesundheit in einem Buff drin. Was ist denn da versteckt? So, her damit. 4, noch einer. Talente, 6 Punkte verfügbar. 6 Punkte? Wow, ich bin 52, das heißt, es geht bis 60. Dann kann man da doch tatsächlich auf Shoppingtour gehen. Holzfäller, nee, das hatten wir ja schon. Steine, nein. Schürfen, ja. Unbeschwert, ja. Kampf. Da wollte ich auf jeden Fall noch auf Schusswaffen weiter skillen. Bewegungsgeschwindigkeit mit Schusswaffe. Das gibt dir. Das ist dann vielleicht beim Nachladen ganz nett. Crit mit Schusswaffen. Drei Stück. Schauen wir noch mal bei Pfeil und Bogen rein. Ob wir da noch was kaufen wollen. Das will ich auf jeden Fall nicht kaufen. Das will ich auch nicht kaufen. Verwunden, ja, dort dann geben wir noch 3 Punkte drauf. Verlangsamen können wir auch Punkte drauf geben. Dann kaufen wir uns die jetzt dann tatsächlich noch stückweise. Zwei Solo-Punkte. Zwei Solo-Punkte, meine Herren. Ich weiß gar nicht, was ich mir kaufen soll. Nee. 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 Ja, das wollten wir. Und irgendwie hat eben was gepiepst. Ach so, ja, wegen der Exposition. Soll sie piepsen. So, gebratenes Rumpsteak. Weißes Fleisch. 4 weißes Fleisch. Ich hoffe, das reicht. Ach komm, wir gehen kurz in die Hütte, diesen blöden Sturmbuff da wegklicken. Wegwatten. Geht mir ja völlig gegen den Strich, dass der wieder so keucht. Weißes Fleisch. 5 getrocknetes weißes Fleisch. Ich habe 4. Wo ist das letzte getrocknete weiße Fleisch? Rumpsteak, T-Bone Steak, zartes Fleisch. Sag mir jetzt nicht, dass das vergammelt ist. Nee, er hat's einfach nicht. Es ist in der falschen Ordnung Reihenfolge gewesen. Ich habe wahrscheinlich auf Aufräumen gedrückt. Ach, es ist doch manchmal. Das
Das könnten wir eigentlich auch ausschalten, ne? Die 50 Schweine Speck reichen übrig. Komm, noch eins. Das erleben wir noch, bevor die Folge zu Ende ist. Aber mal ganz gnadenlos vorbeigeschielt. Wo ist er? Ach, das war der Elefant. Ich dachte, ich hätte einen Puma gehört. Ich reagiere sehr allergisch auf Pumas seit letzter Zeit. Seit neuestem. In der letzten Zeit. Hey, 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 hey. Also, ich weiß auch nicht, was heute mit meinem Sprachzentrum los ist. Hallo Wildschwein. Ihr habt sicherlich schon erraten, ich bin mal wieder auf der Suche nach Schwefel. Schau mal einer, guck, da ist noch eine Höhle. Sehe keine exotische Materie. Dann können wir das hier auch abhaken. Mindestens zwei Pumas gepult. Nein, jetzt hat der Bogen schon wieder einen Aussetzer gehabt. Unglaubliche. Rennt dir mal wieder der Elefant voll ins Schussfeld. Ja, nur Speck. Müsst trotzdem reichen. Wenn wir in dem Jahrhundert noch Schwefel finden, dann reicht das Fleisch. Weil dann komme ich rechtzeitig zurück zur Rakete. So nervig mit dem Schwefel in der Wüste. Hätte nicht gedacht, dass der so rar ist. Fort. Hund beißt nicht. Gämse beißt auch nicht.
So, aber jetzt zartes Fleisch. Zartes Fleisch. Weißes Fleisch. Doch, 6 Stück. Habe ich mich verlesen. Hab richtig gegriffen, falsches Wort gesagt. Sag mir aber bitte, warum die jetzt so aggro sind. Ich wollte nur an meine Rakete ran. So, dann essen wir noch so einen. Nö, war nicht hart. Ich habe gerne mächtige Freunde. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so ein Abenteuer ist, hier Schwefel zu finden. Hier ist eine Höhle, kann das sein? Nee. Wie voll ist denn die Flasche? Die ist halb voll. Dann machen wir sie halt in Gottes Namen in der nächsten Mission voll. Und noch ein Level up. Wow. Also wir leveln hier unglaublich schnell. Und da wären wir.
Ja, muss ich sagen, schöne Mission, hat Spaß gemacht, auf die ganzen Viecher für die verschiedenen Fleischsorten zu suchen und zu erlegen, war erfrischend, hat Spaß gemacht, war schön, war nicht schwer, die Mission. Schwer war, diese Mission überhaupt mal dazu zu bringen, dass ich sie spielen konnte und sie sich nicht instant selbst gelöst hat. Ich habe keine Ahnung, was das für ein lustiger Bug war. Ich beschwere mich ja nicht unbedingt drüber, aber naja. Es ist, wie es ist. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Denkt an ein Abo, falls noch nicht geschehen. Ansonsten wie immer, haltet die Ohren steif. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.